Lacan sagt, wie könnten Sie all das ertragen, wenn Sie nicht wüssten, dass es irgendwann einmal ein Ende damit hat. Man muss gar nicht dieses zen-stoische Leistungsideal der vollständigen Leere erreichen. Man muss nur die Einstellung der Erwartungs-, der Anspruchslosigkeit einnehmen, sowieso nicht aus dem Spielfeld herauszukommen. Aber unter der Freiheitsmöglichkeit nicht mitzuspielen, nicht diese Zugzwangshetzungsbeschleunigungen des Typischen, die immer dazu aufrufen, das Beste nicht zu verpassen, den Kairos zu erwischen, die Tüche zu vermeiden, um all diese Werke und Anstrengungen zu vollziehen, sondern einfach erwartungslos, wenn ihr diese Pforte passiert, lasst alle Hoffnung fahren, erwartungslos das ganze Treiben an der Oberfläche dieses kontinuierlich kämpfenden und überleben wollenden Seins zu betrachten, ohne selber den Anspruch zu haben, das Beste, das Gute, das Glücklichste, das am wenigsten Schmerzlose, das Erfolgreichste, das Reichste und so weiter zu erreichen, die mitgegebenen Talente also zu athletisieren und zu virtuosisieren, um zu glänzen in seiner Rolle, damit die Nachkommenschaft in der Überlebenswahrscheinlichkeit wieder bessere Voraussetzungen im nächsten Epizyklus hat. Hat man diesen einen Aspekt des einzigen realen Fortbestehens und sich fortsetzen machens an realer Beständigkeit grundsätzlich aufgegeben, hat man ja nichts mehr zu tun, weil alles andere nichts mehr zu tun, einfach in Phänomenen realistisch und illusionslos zuzuklotzen. Und auch ihre Vergänglichkeit in jedem letzten Moment zu erkennen, im Vorübergehen, in den Wechselersetzungsreihen, solange es eben dauert, ohne es zu beschleunigen, aber auch ohne es zu verlangsamen. Ganz lockere Ataraxie im verborgenen Leben, nichts, was man nicht schon mit sich trägt und hat, erwarten darüber hinaus, nicht wenn alles gut so ist, wie es ist, da sitzen zu bleiben, sondern wenn einfach alles so ist, wie es ist, ohne dass da der Zugzwang steht, entsteht, etwas anderes, etwas Neues, etwas Besseres, etwas Zusätzliches zu machen, das ja dann auch wieder
keinen Sinn und keine Bedeutung und keine Persistenz haben wird. Weil das Einzige, das Persistenz hat, hat man ja schon ausselektiert. Also kann man sich nicht mal erfreuen, sondern aufmerksam sich darüber wundernd, was da geschieht, über all das, was weder schön noch hässlich, was weder gut noch schlimm, was weder da noch nicht da ist, was auch nicht nichts ist, sondern eben in jener Coincidentia Oppositorum, von der wir heute Morgen gesprochen haben, im Kulminationspunkt, im Perspektivschnittpunkt von Geist erzeugt wird als Wirklichkeit und von dieser Wirklichkeit dann wieder erblickt wird, gemäß der Metapher Dogens, des Mondes, der sich im Wassertropfen, im Tautropfen spiegelt auf des Wasservogels Schnabel, wobei dann das Auge des Vogels im Blick des Mondes und das Bild des Mondes im Auge des Wasservogels wieder gespiegelt wird. Er blickt beide gleichzeitig nur vom Tautropfen. Der Tautropfen, der das Rhizom ist. Der unbewegte Mond im unzerschneidbaren Wasser, der die parmenideische Position ist. Und der Schnabel und der Stachel des Wasservogels wie die Masken in Venedig. Der das heraklitische, gefräßige darstellt, des Lebenstodesprinzips. Aber im Augenblick hält der Wasservogel den Schnabel geschlossen, den Spitzen, den Gebogenen, den Agavenpfahl, den Stachel des Hölderlin.